Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Vielleicht erinnert ihr euch, ich habe euch vor einigen Wochen bei Instagram gefragt, welche Make-up-Produkte ihr euch vielleicht zu Weihnachten wünscht oder welche ich für euch testen soll. Und ich habe beide Punkte einmal komplett zusammen in dieses Video gepackt und habe ganz, ganz viele verschiedene Produkte und Festtagssets von Sephora, von verschiedenen Make-up-Brands hier, damit ihr wisst, welche Produkte ihr euch vielleicht last minute noch wünschen könnt oder welche ihr euch einfach selber schenken könnt. Das sind alles Produkte, die ihr euch wünscht, wo ihr auf meine Meinung zählt. Und deswegen dachte ich mir, okay, wir testen einfach mal alle durch. Alle Produkte sind unten in der Infobox verlinkt. Ihr könnt einfach raufklicken und seid direkt bei Sephora im Shop. Ihr findet bei Sephora natürlich immer super viele Angebote. Ich finde tatsächlich aber, dass es vor allen Dingen zu Weihnachten in diesen Geschenksets, beispielsweise wie das jetzt hier von Fenty Beauty, immer noch wie so ein kleines Gimmick ist. Denn ihr zahlt weniger, kriegt aber mehr und habt dazu auch noch eine coole Verpackung. Deswegen testen wir das Ganze heute einmal aus. Ich habe die Produkte von Sephora zur Verfügung gestellt bekommen, freundlicherweise. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle dafür. Es sind nämlich sehr, sehr viele verschiedene Produkte und wir werden heute einen wunderschönen, frischen Look schminken. Vielleicht ist ja auch das ein oder andere Produkt dabei, was ihr euch schon immer gewünscht habt, aber auf meine Review gewartet habt. I got you. Freunde, wir starten mit dem ersten Set. Ihr wisst, ich bin großer, großer Fan von Fenty Skin, Fenty Beauty im Allgemeinen. Aber Fenty Skin hat so ein richtig cooles Weihnachtsset rausgebracht mit Produkten, die ich selber auch schon benutzt habe und teilweise schon mehrfach aufgebraucht habe. Das ist das The Before Bed Set. Wir haben einen Pro Kisser Lippenbalsam, das Fat Water Pore Refining Toner Serum und das Instant Reset Nachtpflege Töpfchen und das Instant Recent Overnight Recovery Gel. Alle Produkte habe ich selber schon getestet und liebe ich. Allerdings benutze ich die ganz gerne auch vor meinem Make-up. Denn ich finde, das ist das Besondere bei Fenty Beauty, beziehungsweise bei Fenty Skin vor allen Dingen, dass die Produkte so perfekt mit Make-up funktionieren, dass man sich darüber keine Sorgen machen muss. Deswegen habe ich die Produkte einmal rausgeholt. Ich starte tatsächlich mit dem Fat Water. Das sorgt dafür, dass sich die Poren so ein bisschen besser zusammenziehen. Das zieht sehr, sehr schnell ein und das ist wie so ein schöner Toner. Ich habe es tatsächlich hier auch schon liegen. Ich benutze das regelmäßig. Das ist, glaube ich, meine dritte Flasche. Das ist wie ein Wasser, aber die Viskosität ist ein bisschen intensiver. Und das arbeite ich mir einfach in meine Haut ein. Das zieht sehr, sehr schön ein. Abends muss es natürlich nicht so schnell einziehen, aber unter Make-up ist das schön. Das spendet Feuchtigkeit. Die Poren werden so ein bisschen verschlossen. Und dadurch, dass es halt in so einem Set ist, kann man das Ganze mal ausprobieren. Das ist tatsächlich auch eine Full-Size-Größe in dem Set. Hier seht ihr das, was ich schon hatte. 1:1 Full-Size-Größe. Und dann haben wir hier das Instant Reset Overnight Recovery Gel. Das ist richtig krass. Ich trage mir das mal hier auf die Stirn auf. Das ist eine Creme und die ist super, super reichhaltig. Das ist ähnlich wie die Magic Cream vom Finish her, pflegt aber noch ein bisschen mehr. Die Magic Cream ist eher so ein bisschen für schönes Make-up. Ihr habt hier aber ein super, super schönes Finish. Und vor allen Dingen in den Wintermonaten ist das sehr, sehr gut. Was ich selber noch nicht getestet habe, ist der Pro Kisser Lashes Lip Balm. Ich habe ihn nur mal in der Farbe gehabt. Der ist jetzt hier aber ohne Farbe. Und den gebe ich mir einfach mal auf die Lippen. Oh, stellt euch mal vor, ihr geht jetzt so ins Bett, ne? Glowy, gepflegt, sehr, sehr schön. Ich finde Skincare vorm Schlafengehen sowieso sehr wichtig. Ich mag die Fenty Skin Produkte sehr. Ihr habt sie in meinem Aufgebraucht-Video schon gesehen. Und mit diesem Set kann man natürlich dann immer noch so ein bisschen was sparen, ne, um es einfach auszuprobieren oder aber es auch jemandem zu schenken. Base sieht glowy aus. Ich sehe aus wie ein frisches Fischchen. Ich mache einmal ganz kurz meine Foundation drauf. Ich benutze dazu die Charlotte Tilbury Foundation und danach geht's weiter. Können wir bitte kurz über diese Base reden? Mit der Pflege von Fenty Skin drunter sieht das Ganze, wow, richtig krass. Ich habe hier noch ein anderes Produkt. Ich konnte nicht warten, das auszuprobieren. Das ist von Milk, das Hydro Grip Set and Refresh Spray. Das sind so zwei Phasen und wenn man die schüttelt und das jetzt schon drauf macht, das ist krass. Das ist der Kommen wir gleich zu. Ich lasse das Ganze mal kurz so ein bisschen einziehen. Jetzt mit dem Spray sieht das Ganze natürlich noch richtig, richtig frisch aus. Ich habe mich aber für ein Lip Wardrobe von Charlotte Tilbury entschieden, denn ihr wollt immer wissen, wie die Lippenstifte von Charlotte Tilbury sind. Und hier gibt es vier verschiedene Lippenstifte in Nude bis einem super schönen knalligen Ton. Und wisst ihr, was wir damit machen? Wir benutzen die als
Blush. Ich habe hier einmal die Farbe Walk of Shame. Die ist eher so ein bisschen dunkler. Auch eine sehr schöne Farbe. Dann haben wir die Farbe Red Carpet. Das ist so ein richtig schöner, dunkler, satter Rotton. Wow. Die Charlotte Tilbury Sachen sind natürlich echt hochwertig, ne? Also man merkt selbst bei diesen kleinen Mini-Größen, das hat Gewicht. Wir haben die Farbe Pillow Talk. Die wolltet ihr nämlich haben. Das ist aber Pillow Talk Medium. Ist ein bisschen dunkler. Und wir haben Pillow Talk Normal, die helle Farbe. Das ist so ein klassischer heller Nude-Ton. Wisst ihr, was ich mache? Wir haben ja alle in diesem Set. Ich nehme einen Pinsel, gehe mit diesem Spray von Milk hier einmal rauf, nehme mir einen Blush Brush und mische mir das Ganze hier so ein bisschen zusammen. Und dann setze ich mir das hier auf. Das ist das Schöne bei diesen Lippenstiften. Die haben natürlich super, super viel Pigment. Das heißt, ihr braucht auch nicht viel davon benutzen. Aber schaut euch das an. In Kombination dieses Spray. Ich komme später. Trust and Believe. This one. Und ihr habt einfach so einen richtig schönen Flash an Farbe. Und wenn ihr müsst natürlich nicht alle zusammen mischen, ne? Aber im Set sind halt alle vier mit drin, kann ich die auf den Lippen, auf den Augen, kann ich überall tragen. Und so habe ich diesen richtig schönen, frischen, glossy Look. I love it. Schaut mal an, wie meine Haut aussieht. Ich hole das Licht. Tell me. Merry Christmas. Also die Charlotte Tilbury Lippenstifte liebe ich tatsächlich sehr. Ich bin tatsächlich ein Fan von Minis. Erstmal, die kann man gut in die Tasche packen. Zweitens kann man viele verschiedene Farben ausprobieren und die kriegt man auch leer. Finde ich einen großen, großen Vorteil. Mag ich sehr gerne. Und das Packaging sieht natürlich auch immer super cool aus. Ich bin eh ein großer Fan davon, dass die Brands zu Weihnachten auch besondere Kollektionen rausbringen. Ich finde, das sieht dann einfach immer weihnachtlicher aus und lässt sich auch schön verschenken. Base ist fantastisch. Ich möchte aber einen Bronzer ausprobieren, den ihr euch gewünscht habt. Der kam tatsächlich oft und da war ich ein bisschen überrascht. Ich habe noch nie was davon gehört. Das ist der Tarte High Performance Naturals Park Avenue Princess. Wow, was für ein Name. Packaging iconic. Erstmal haben wir hier so eine kleine Kette. Könnte man auch als kleines Handtäschchen nehmen. Und dann haben wir, oh, das ist richtig schwer, einen schimmernden Bronzer. Ich swatche ihn einmal kurz. Die Tarte-Produkte sind natürlich alle auch immer so gemacht, dass sie sehr, sehr schön auf der Haut aussehen. Ich nehme jetzt hier meinen Foundation Brush, gehe ganz leicht rein, klopf ab und tupfe mir das nur hier an die höchsten Punkte. Die Tarte-Produkte sind alle mit Wirkstoffen versehen. Den Tarte Shape Tape kennen wir, lieben wir. Ich bin überrascht, dass der einen Schimmer hat, aber verrückt, das ist so ein subtiler Schimmer. Ich drehe mal das Licht kurz weg. Seht ihr das? Das ist eine sehr schöne warme, aber nicht zu warme Farbe und dieser Glow kommt von innen, von unten so ein bisschen, also von unten aus der Haut raus, ist ein ganz zarter goldener Touch, kann ich mir im Sommer sehr, sehr gut vorstellen und ihr seht, also das ist jetzt kein Highlighter, ne? Ich mache einmal kurz mein Händchen sauber. Wir haben nämlich noch weitere Produkte. Ein Produkt, da habe ich mich sehr gefreut, dass ihr es mit auf die Liste gesetzt habt, denn ich wollte schon immer mal ausprobieren. Und zwar ist das diese Hourglass-Palette. Das ist die Ambient Lightning Added Universe-Palette mit fünf verschiedenen Produkten. Auch die habe ich gestern schon ausprobiert. Ich muss es dazu sagen, ich konnte nicht warten. Wir haben hier ein Finishing-Puder, Blushes, Bronzer und Highlighter. Und Freunde, ich nehme hier einen flachen Pinsel. Dieses Ding, dieses Finish-Puder auf die Haut, das mattiert. Ohne den Glow wegzunehmen. Schaut euch das an. Wenn ihr auf diesem glowy Look steht, aber trotzdem gesettet sein wollt mit Pudern, baked das ganze Gesicht weg und dann mit diesem Hauch. Schaut mal, wie schön das aussieht. Das ist ein ganz, ganz zarter Glow. Wir haben einmal hier wirklich dieses Finishing Puder. Das sieht man kaum auf der Haut, dass es glowt, aber es reflektiert das Licht. Da war ich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Ich habe, wie gesagt, noch nie was von Hourglass benutzt vorher und das ist fantastisch. Wir gehen auch gleich, nachdem ich Concealer aufgetragen habe, in die anderen Produkte rein, weil ich war sehr skeptisch, was Hourglass-Produkte angeht, weil sie natürlich auch ein Stückchen teurer sind. Aber die Palette ist günstiger, als wenn man die Sachen einzeln kauft. Natürlich. So, und dann nehme ich mir dieses Finishing-Puder und schaut euch das an. Ich gehe hier rein und ich kann das sogar unter meine Augen setzen und das reflektiert das Licht so natürlich. Dann benutzen wir so ein bisschen diesen Bronzer. Der ist recht warm. Wir haben natürlich auch schon Bronzer drauf, aber den als Topper. Und ihr habt
diese dreidimensionale Bewegung. Licht, danke. Blush, wenn ihr mich sehen könntet. Also ich glaube, man kann mich vom Mars sehen. Schaut mal, wie gesund ich aussehe. What is this? Ich weiß nicht, was sie da reinmachen. Ich kann es euch nicht sagen, aber es sieht aus, als hätte sich eine Fee direkt auf eurer Haut hingesetzt und gesagt, hallo, ich bin jetzt hier, ich bleibe jetzt hier. Richtig, richtig gut. Was ich damit auch schon gemacht habe, ist, ich bin mit einem fluffigen Pinsel hier in diesen Bronzerton gegangen und habe mir den einfach als Lidschatten aufgetragen. Der ist super, super pigmentiert, ohne dass ihr in Anführungszeichen geschminkt aussieht. Na, also wer diese klassischen schimmrigen Looks mag. Ihr wisst, ich bin immer vorsichtig bei teuren Produkten und deswegen freue ich mich auch, dass ich die Sachen für euch testen kann. Das ist. Ich sehe aus, als wäre ich gerade aus Bali zurückgekommen. Wir haben aber noch was anderes. Das kenne ich schon und das kennt ihr auch schon. Das ist die Diamond Bomb Triple Drip All Over Diamond Veil Palette mit diesen drei super, super coolen Farben von Fenty Beauty. Die sehen auf dem Auge wunderschön aus. Nur aufs Auge, ganz zart. Oder aber ihr gebt es euch komplett als Highlighter auf euer Gesicht. Ich nehme jetzt die Farbe Fussy und presse mir die hier einfach nur in diesen Blush mit rein und gebe mir noch mal so ein bisschen mehr Dimension. Und wenn das Licht aus einem bestimmten Winkel raufstrahlt, habt ihr halt so ein. Ja, das ist halt schon echt ein. Rich Glow, ne? Also ich stelle mir vor, dass Rihanna genauso aussieht. Sieht super, super schön auf den Augen aus. Das ist natürlich ein recht grober Glitzer, aber der sieht auf vor allen Dingen auf gebräunter Haut auch sehr, sehr schön aus. Oder auf dunklerer Haut natürlich auch. Ganz, 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 ganz tolle Schimmerprodukte. Auch hier die Fenty Gloss Posse Fantasy Foursome Sets. Auch hier ist natürlich cool, wenn man verschiedene Produkte auf einmal testen kann. Den klassischen Candy Milk, den Fenty Glow Fantasy, Hot Chocolate Fantasy und Champ Stramp Fantasy. Ich glaube, dass wir den vielleicht nachher benutzen. Ich bin gespannt. Vorher möchte ich mir aber noch was auf die Augen geben. Jetzt seid mal ehrlich. Ich drehe das Licht weg, ist zu doll. Ist das? Merry Christmas. Ich sag's euch. Santa Baby. Viele von euch hatten sich die Rose Quartz Palette nochmal gewünscht, dass ich sie euch nochmal zeige. Ich hatte da ja einen sehr intensiven Look gemacht. Wir haben hier von Huda Beauty ganz, ganz tolle, kühle, wärmere, schimmrige Farben drin. Vor allen Dingen diese Topper Shades von Huda Beauty sind iconic. Also das habe ich so auch noch nicht gesehen. Habe ich sehr, sehr gerne benutzt. Und ihr seht, die ist auch schon echt gut durchgerockt. Deswegen habe ich die einfach so nochmal mitgenommen. Ich nehme jetzt hier einen fluffigen Pinsel und gehe in die Farbe Gratitude rein. Und das sehe ich hier nur leicht rüber. Ich will nur einen ganz zarten Look schminken damit, der vielleicht den Weihnachtsmann oder die Weihnachtsfrau gefällt. Schaut mal, super, super pigmentiert die Palette. Und ihr könnt natürlich auch sehr schlichte, aber auch sehr intensive Looks schminken. Ich gehe jetzt hier nochmal in die dunklere Farbe Aura und setze mir die hier außen hin. Schaut euch mal an, wie schnell das geht. Und das ist natürlich ein super, super schneller, aber ich finde, heute haben wir so eine wunderschöne Base im Gesicht, dass wir den Fokus gar nicht unbedingt mit Lidschatten wegnehmen sollen. Es gibt ein ganzes Video, ich verlinke es euch hier oben, aber der Link zur Palette ist natürlich unten in der Infobox. Und dann gehen wir hier in die Farbe Moon Magic. Einfach hier rüber und schaut euch das an. Das ist halt super, super simpel, aber das hat mir damals schon bei der Review so gut zu der Palette gefallen. Dadurch, dass sie halt so besonders ist, habt ihr innerhalb von ein paar Sekunden halt einen aussagekräftigen Look. Diese Schimmertöne stehen halt einfach für sich. Was ich cool fand, war dieses Set von Huda Beauty mit der Legit Falsies Mascara und einem Eyeliner. Auch die habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert, deswegen First Impression. Falls ihr übrigens schon Erfahrungen mit einem der Produkte habt, schreibt es mir noch unbedingt in die Kommentare, denn können andere aus der Community natürlich auch noch ein bisschen was lernen. Was ich ganz spannend bei der Mascara fand, ist, die hat zwei verschiedene Seiten. Einmal hier so ein dickes Bürstchen und einmal ein geschwungenes Bürstchen, mit dem ihr Curl und Volumen geben könnt. Vorher benutze ich aber den Eyeliner, das ist der Live Liner Quick and Easy. Und damit ziehe ich mir einfach hinten so einen ganz, 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 ganz kleinen Wing. Der trocknet matt an, ist sofort drauf. Die Spitze ist toll. Okay, das ging sehr schnell. Wir haben hier die Mascara. Ich gehe jetzt heute mal mit Curl and Length.
rein. Was sagen wir? Wie gefällt euch der Look bis jetzt? Base ist natürlich iconic. Ich habe aber noch was anderes für euch. Und zwar einen Lippenstift von Huda Beauty in einem, ja, ich würde jetzt mal sagen Nude. Das ist die Farbe Hustler. Die Lippen sind natürlich immer noch super, super gepflegt hier. Aber das ist der Lippenstift. Sieht einmal so aus und ist ein richtig schöner, klassischer Nude-Ton. Sehr, sehr cremig. Gibt eine leichte Farbe ab. Ich möchte aber hier unbedingt diese ausprobieren. Die Fenty Gloss Posse Fantasy Foursomes. Ich meine sogar, dass das limitierte Farben waren, die es nur in diesem Weihnachtsset gab. Und ich nehme hier die Farbe Chocolate, Hot Chocolate Fantasy. Die Fenty Glosse sind halt anders, ne? Erstmal der Geschmack und der Duft. Freunde, ich fühle es gerade richtig. Ich möchte zum Abschluss noch mal kurz mit euch über dieses Spray reden. Das hat diese zwei Phasen. Und das Krasse ist, ihr habt gesehen, ich habe ja kein Puder benutzt. Das Set, das Make-up komplett glatt. Ist verrückt. Aber es hinterlässt halt diesen richtig, richtig frischen Schein. Legt sich rauf, der Sprühnebel ist fantastisch. Und als Primer gibt er Feuchtigkeit von unten. Also wenn ihr auf diesen frischen, glowy und ja, Olivenöl-Meer-Look steht, probiert das aus. Richtig, richtig gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, es hat super viel Spaß gemacht, die Sachen für euch auszuprobieren. Denn dadurch, dass das halt diese Christmas-Sets sind, habe ich natürlich Produkte, die ich so vielleicht noch nicht getestet hätte, zu einem günstigeren Preis testen können. Die Hourglass-Palette, iconic, das Fenty Skin-Set, das kennt ihr schon. Als Set ist es natürlich aber super gut. Und auch dieser sehr simple Look mit den leichten Lashes. Ich bin ja nur mit einer Schicht drüber gegangen. Und den Ultra-Glossy-Lippen gefällt mir richtig gut. Freunde, ich bin super gespannt, welche Sets ihr euch davon wünscht. Falls was für euch dabei ist, schaut unbedingt unten in der Infobox vorbei. Dort sind alle Links zu Sephora direkt für euch verlinkt mit den Produkten, die ich hier getestet habe. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf.